Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Angel-Adventskalender-Unboxing. Bevor wir gleich unboxen werden, wollte ich mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Videos. Wird noch ein bisschen dauern, aber dann wisst ihr schon mal hier, kleiner Spoiler quasi, was uns demnächst erwartet. Und ja, auf Wunsch eines Einzelnen wollte ich noch mal kurz den Bonsai-Baum zeigen hier, den ich zum Nikolaus bekommen habe. Und ja, so sieht er aus. Und meine Leidenschaft zum Japan-Tackle quasi, will ich damit unterstreichen und so ein bisschen Deko haben hier. Alles klar, wir legen los. Wir starten wie immer mit der Marke ZEK. Und wo haben wir die Kalendertür Nummer 10? Ich schau mal kurz. Hier unten. Ziemlich mittig, ganz unten gehalten. Und also es rasselt nicht, ist aber relativ schwer. Für diese, sind das J-Köpfe, sind das Gewichte oder? Nee, es sind. Gott. Es sind. Sieht aus wie aus einer Grabbelkiste. Ziemlich schmutzig hier auch schon alles und abgeschraubt dieser Aufkleber. Wenn man, das kann man kaum noch lesen hier, aber es ist glaube ich. Achso, es ist ein einmal Edward 3,5 Inch, dreimal Wilson 3 Inch, zweimal Wilson 4 Inch und zweimal Wilson 5 Inch. Ja, ob ich. Okay, da haben sie so eine Mixpackung einmal hier erstellt. Wilson, hier haben wir nochmal ein Edward. Vielleicht ist das doch der einzige dann in dem Kalender hier. Also, ja, ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen gar nicht schlecht, um sich mal mit verschiedenen Ködern hier auseinanderzusetzen. Aber, ja, ich hätte lieber so ein verkaufsfertiges Päckchen hier drin im Kalender gehabt, weil das sieht irgendwie nicht sehr hochwertig aus und, ja, ein bisschen schmierig. Aber okay, jetzt muss ich das Tütchen nochmal aufmachen, sonst kriege ich das gar nicht mehr wieder zu. So. Also das ist das enttäuschendste Türchen jetzt in dem Adventskalender von ZEK für mich. Aber okay. Wir machen weiter mit Hecht und Barsch. So. Hecht und Barsch hat jetzt leichtes Spiel mich zu begeistern. So, wo haben wir denn die 10 bei Hecht und Barsch? Da oben auf der Brust des Weihnachtsmanns. Und das ist hier ein Hardbait, wie ich schon höre. Also es handelt sich jedenfalls um Rasseln. Also richtig geil. Es ist ein Ilix-Köder und da will ich auch gleich mal, wo wir beim Thema Ilix sind, einmal drauf eingehen auf Better Fishing. Also ich habe jetzt schon viele, was heißt viele, aber ein paar Top-Marken waren ja jetzt dabei, weshalb ich mir diesen Adventskalender geholt habe. Einmal war es Daiwa Steez als JDM-Fan oder auch jetzt Ilix, ist jetzt kein JDM in dem Sinne, sondern ja, kommt aber abgewandelt aus Japan quasi die Idee. Da in Japan heißt die Marke ja von Ilex, beziehungsweise heißt die das Original Jackall. Und Jackall wird hier in Frankreich und Deutschland und so vertreten durch Ilex. Das sind eigentlich dieselben Köder, nur mit einem anderen Namen, also Top-Qualität. Und ja, da ist mir aufgefallen bei Better Fishing, wir hatten jetzt Ilex und Steez und das waren so Kleinst-Softbaits. Die haben mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen. Wenn man so die ganzen Top-Marken liest in einem Adventskalender, dann kommt man selber schnell ins Schwärmen. Also ich glaube, man muss sich da einfach selber, ich jedenfalls, mich dann bremsen, dass ich hier keine super Sachen erwarten darf, irgendwie, dass da nur Hardbaits drin sind. Aber bisher so dachte ich an krasserem Zeug da drin, aber ich will den Adventskalender gar nicht schlecht machen. Es ist ja auch alles eine Kalkulation und muss auch alles irgendwie bezahlbar bleiben. Ich glaube, im
Großen und Ganzen ist so ein Adventskalender immer Werbung für die Firma selber, weil ich glaube, die große Marge haben sie darin nicht. Aber ja gut, ich check da nicht drin fest. Ja, aber jetzt kann ich Hecht und Barsch mal richtig loben. Die haben hier jetzt ein Ilex Hardbait rausgehauen. Das ist der Cheddar Beast, den ich in so einer kleinen Größe noch nie im Besitz hatte. Ich kenne nur die größeren Modelle. Und das ist hier ein Topwater-Köder. Working the Dog wird der geführt. Ich kann ja vielleicht mal eine Szene, mal gucken, ob ich die Szene noch finde. Da werfe ich nämlich ein Chatterbeast aus und da gibt es sogar einen Topwater-Biss eines Hechtes. Ich gucke mal, ob ich den gleich mit rauskriege. Würde ich das nochmal mit einbauen in diesem Video. Jo, Hecht. Also, es handelt sich hier um so ein, in einer richtig, richtig schönen Farbe, um einen kleinen Hardbait-Köder von Ilex, wie gesagt. Das ist ein Topwater-Köder, 7 cm ist der lang, hat zwei Drillinge und rasselnd verbaut. Und also ich fange mit diesen Teilen hier enorm gut im Sommer. Ich würde es, also ich weiß nicht, in meinem letzten Video, wo ich die SLPW-Rolle gefischt habe, ist ja noch gar nicht so lange her, vor einem Monat, habe ich tatsächlich auch Hechte Topwater noch gefangen. Das war von der Firma Duo, glaube ich, ein Topwater-Köder, aber ja, also ich bin richtig begeistert. Das ist für mich jetzt echt das coolste Türchen am 10. Tag von allen drei Adventskalendern und super schlank, also Hecht und Barsch, also einmal die Firma hier und Hecht und Barsch wird hier auch sehr, sehr gerne raufgehen auf diesen Köder und gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig cool. Ja, das war heute Ilex und nicht schlecht. Ich bin glücklich heute mit meinem Türchen hier schon. Bräuchte kaum weitermachen hier. Bin natürlich trotzdem gespannt auf Better Fishing, aber gefällt mir richtig gut. Stark. So. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben überhaupt noch gar keinen Topwater gefischt. Also mit leichten Schlägen in die Rute wird der Köder dann so walks the dog, als wenn ein Hund quasi rückwärts hin und her läuft. Ja, das ist super fängig mit den Rasseln und die Attraktion oder die sind super, die Köder einfach. Ich weiß gar nicht, komme richtig ins Schwärmen hier, merke ich gerade. Also, wir machen mal weiter mit Better Fishing. So, Better Fishing. Schauen, was wir hier haben. Gestern hatten wir Ilex Softbaits und was haben wir heute? Was ordentlich Schweres jedenfalls. Okay, von Procure haben wir hier Bait Sense, also das ist ein Lockstoff und with UV Flash, also das könnte dann nochmal Köder, die keine UV-Aktivität haben von sich aus, nochmal einen kleinen Game Changer bringen, indem wir das Procure Gobi Super Gel dann benutzen. Super sticky, also klebrig. Sticky ist dann klebrig. Super strong, super effective. Made from real fresh bait, then supercharged with powerful amino acids and bite stimulants. Catch more fish. Okay. Cool, dass auch sowas hier mit im Kalender dran ist, drin vorkommt, weil ich glaube, sowas würde ich mir sonst nie kaufen im Angelladen oder online. Aber es ist trotzdem, ich habe zwar auch von Ilex so eine Baitpaste, aber habe ich auch irgendwo mal im Kalender oder in so einem Paket mit drin gehabt.
haben ganz, ganz viele wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, Grubi Gel 2 Unzen. Okay. Gut, das war das. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Abo da. Und by the way, ganz, ganz vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe in den letzten Tagen schon so viel Unterstützung durch Abos bekommen und Kommentare und Likes auf dem Video. Wollte ich einmal Danke sagen. Macht weiter so, würde mich sehr freuen. Und ja, bis morgen. Ciao.